Wir haben halt ein Projekt von der Schule aus, das heißt Projekt Herausforderung. Und da fahren wir in 12 Tagen 1500 Kilometer mit dem Fahrrad. Wir sind auch schon an Tag 2 unserer Reise. Also wir haben noch viel vor uns. Wir sind jetzt schon bei über 200 Kilometern. Ich bin Matti, 15 Jahre und ich komme aus Cottbus. Ich bin Finn Domke, auch 15 Jahre und ich komme auch aus Cottbus. Ja, ich bin Konstantin Geisler, auch bin 15 Jahre alt und komme aus Neunauf, Nähe Cottbus. Ich bin Joshua Götke, ich bin 15 Jahre alt und ich komme aus Peitz. Wir haben da hinten vor dem Zaun, da stehen vier Hochstämmchen. Johannisbeeren, Stachelbeeren, die brauchen noch Wasser. Wir haben heute nicht viel bekommen. Ihr kriegt von mir einen Eimer. Ihr könnt jetzt eine Kette machen oder jeder rennt einmal. Dankeschön. Umgebung. Wir sind in Cottbus gestartet, beziehungsweise in Peitz, da wo Joshi wohnt. Sind nach unserem Routenplan nach Konstantin gefahren und ja, sind dann irgendwann auch in Frankfurt angekommen. Hatten zwischendurch natürlich die ein oder andere Pause. Gestern direkt an Tag 1, nach einer knappen halben Stunde, direkt schon die erste Panne bei Konstantin am Hinterrad. Da haben wir dann erstmal versucht, den Reifen zu flicken, weil wir hatten auch vor der Tour einen Flickkurs. Die Bedingungen waren, dass wir ein Projekt finden, was wir machen wollen, sozusagen eine Herausforderung. Wir haben in diesen 12 Tagen 110 bis 120 Euro, die wir benutzen dürfen. Das heißt sozusagen 8 Euro pro Tag, pro Person, wo wir dann sozusagen da durchkommen müssen, die 12 Tage. Einen Betreuer müssen wir finden, mit dem wir da mitfahren will, der mit uns mitfahren möchte. Und wir müssen halt die Unterkünfte alles selber dann sozusagen klären. Also wir müssen das Projekt alles selbstständig meistern sozusagen. Hier hast du geschlafen? Ja, ganz gut eigentlich. Wir sind jetzt schon bei über 200 Kilometern, sind ganz zufrieden mit unserer Leistung und wir hoffen auf jeden Fall, dass wir es schaffen, diese 1500 Kilometer, die wir uns vorgenommen haben. Genau.